Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Ja, wir haben Herbst. Herbst ist für mich immer auch eine Zeit, wo man viele Schmorbraten isst. Also wirklich so durchgeschmorte, geschmörgelte Gerichte aus dem Ofen. Wir machen heute den Schweinebraten. Ja, für den Schweinebraten haben wir ein Stück vom Nacken. Ja, das ist so der Übergang zwischen Nacken und Schweinerücken, genau in der Mitte da. Ja, als Gewürze Salz, Pfeffer, dann haben wir Rosmarin, klassisch dazu, ne? Lorbeer, frisch aus dem Garten, Wacholder, Nelke, Knoblauch, Salz an Land, nehme ich immer ganz gerne, dadurch kann man auch Salz reduzieren. Zwiebeln, entweder Sellerie oder das ist eine Petersilienwurzel, Möhre, ein bisschen Tomatenmark, Senf noch dazu. Ja, und wir brauchen eine Flüssigkeit, das kann ein Rotwein sein, das kann ein Bier sein, das kann eine Brühe sein und das kann aber auch mal ein Schluck Wasser sein. Zunächst salzen wir den Schweinebraten. Gut. Etwas neutrales Pflanzenöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Und dann, wie gesagt, von allen Seiten schön anbraten. Ja, jetzt geben wir da Zwiebeln mit rein, kurz. Sellerie oder Petersilienwurzel, die Karotte. Lassen wir leicht weiter rösten. Braten raus. Hier geben wir auch etwas Tomatenmark mit hinzu. Füllen jetzt mit ein ganz kleines bisschen Flüssigkeit auf, einfach damit das Tomatenmark sich besser verteilt, damit es schöner rösten kann. Jetzt haben wir hier unseren Schweinebraten. Unten geben wir die Gewürze hinein. Knoblauch lassen wir auch ruhig hier ganz. Oder wir können ihn auch ein großes Stück vielleicht auf beide Seiten halbieren. Dann haben wir Senf. Lege ich mal ein bisschen extra. Jetzt pinseln wir den Schweinebraten damit ein. Alle Seiten einpinseln und auch schon mal pfeffern dann. So, Braten, wie gesagt, vorgewürzt. Röstgemüse mit dem Tomatenmark kurz angeschwitzt. Spülen die Pfanne regelrecht noch mit der restlichen Flüssigkeit aus. Wir wollen ja keine Aromen verschwenden. Wie gesagt, das kann mir nach Wasser sein, so wie ich das hier jetzt gerade habe. Eine Gemüsebrühe, ein Altbier oder ein Malzbier schmeckt auch sehr gut. Oder Rotwein. Der Braten geht jetzt in den Backofen rein. Ich habe jetzt hier einen Römertopf verwendet. Wer so einen hat, der weiß, dass er in mindestens 10 Minuten, lieber sogar bis zu einer Stunde bessern sollte. Aber das Rezept ist einfach universal gesetzt, ganz bewusst für jeden Bräter geeignet. Also Deckel drauf und ab in den Backofen. Ja, der Schweinebraten war jetzt insgesamt 90 Minuten im Ofen, davon die letzte halbe Stunde ohne Deckel. Das im Römertopf ist das eher ein langsames Garen. Habt ihr einen normalen Topf, kommt ihr meistens mit etwas kürzeren Garzeiten klar. So, wir nehmen den Schweinebraten, legen wir mal zur Seite. Jetzt machen wir unsere Soße erstmal fertig. Kippen hier alles schön durchs Sieb. Gut ausdrücken. Man kann das natürlich auch mitservieren. Zum Teil machen wir das auch. Aber erstmal machen wir unsere Soße fertig. So. Die Bindung ist schon da. Die entsteht durch die Zwiebeln. Jetzt kochen wir das Ganze einfach noch mal ganz kurz mit einem ordentlichen Schluck Sahne auf. Gut,
Dann richten wir an. Jetzt das Gemüse auf den Teller und auf die Fleischplatte halt, ne? So die groben Kräuter wie das Salz erlandt und jetzt hier die Wacholderbeere hier runter weg. Knoblauch lasse ich bewusst, kann man ja sehr gut essen. Super lecker, super gesund. Und man sieht es ja, wem das zu viel ist. So. Schneiden wir den Braten auf. Ne, wie man sieht, schön saftig. Durch, muss er ja auch sein, das Schweinefleisch. Dennoch, ne? Klar, das ist natürlich auch ein schönes Bio-Schwein. Das ist natürlich auch eine tolle Qualität. Das ist schon wichtig, darauf zu achten. Ne? Lieber die Hälfte an Fleisch kaufen und dafür eine Top-Qualität wie billige Masse. Das hilft keinem, das schmeckt ja auch nicht mehr. Wer einmal so eine Qualität hier gegessen hat, der mag die andere Qualität ja gar nicht mehr. So. Gib jetzt nur mal so ein bisschen Soße auf die Platte, die meiste. Machen wir extra. Dem die Soße jetzt zu dünn ist, der nimmt einfach einen Teelöffel Maisstärke mit kaltem Wasser, rührt das an, gibt das einmal in die Soße, einmal kurz aufkochen lassen, fertig ist. Et voilà. Bon Appetit für euch, euer Bierkoch. Dazu passt natürlich perfekt Spätzle, ist ein älteres Video, aber schaut mal rein. Da ändert sich ja nichts, das ist vielleicht technisch nicht mehr auf diesem Stand, den wir heute haben, aber ansonsten, das ist schon eine super Sache.